Guten Morgen, ich grüße dich zu meinem Wochenimpuls. Eigentlich wollte ich meinen Wochenimpuls hier heute Morgen mit meinem Hund wieder bei der Gassi-Tour machen, aber irgendwie hat La Luna sich noch nicht an die Zeitumstellung gewöhnt. Und damit bin ich gleich beim heutigen Thema, denn ich möchte heute mit euch darüber reden, dass wir eine ganz schlimme Krankheit haben. Und diese Krankheit heißt die Ja-Aber-Krankheit. Oder wie Veit Lindau sie ganz wunderbar als Fachbegriff bezeichnet, Operitis humana. Mein Name ist Katja Zenz. Bei mir bekommen Eltern von hochbegabten und gefühlsstarken Kindern die besten Tipps und Lifehacks für ihren anstrengenden Familienalltag. Und so wie viele von uns bin ich ja viel in Foren unterwegs und lese, was die anderen Leute so schreiben und höre zu und ja, gebe auch viele Vorträge, gebe viele Kurse. Und das, was immer kommt an irgendeiner Stelle, ist: Ja, das, was Sie da sagen, das, was ich da höre, ja, das hört sich ja auch alles wunderbar an und das ist ja auch alles richtig und mit der Bindung und der Entwicklung. Ja, aber bei uns zu Hause geht das nicht. Ja, aber bei uns ist das ganz anders. Ja, aber hier, ja, aber da, ja, aber dort. Und dann werden riesengroße Geschichten ausgebreitet, dann werden riesengroße Dramen ausgebreitet, dann wird so viel drumrum erzählt und das, um was es eigentlich wirklich geht, erfahre ich dann meistens nicht. Also, Operitis humana oder die Ja-Aber-Krankheit, wie ich sie nenne. Was ist das? Das ist, dass wir haben so kleine Fakten in unserem Leben, es passiert irgendwas und wir machen da außenrum eine riesengroße Geschichte. Und dann fangen wir an, nur noch diese Geschichte zu erzählen. Dann fangen wir an, Recht haben zu wollen. Dann fangen wir an, dass diese Geschichte überleben will. Dann wollen wir Recht haben mit dieser Geschichte. Das Problem ist nur, in dem Moment, wo wir den Grund für unser Glück und unser Leid im Außen suchen, haben wir überhaupt keine Macht darüber, für unser Glück und Leid Verantwortung zu tragen. Und genau darum geht es, dass in dem Moment, wo wir nämlich aufhören, draußen die Fehler zu suchen, sondern anfangen einfach zu sagen, hey, ich gehe in die Verantwortung für mein Leben, dann bin ich in der Lage, Fragen zu stellen, Menschen zu fragen, Mensch, könntest du mir ein Beitrag sein? Könntest du mir helfen, dass ich hier weiterkomme? Dann kann ich auch Unterstützung annehmen. Aber einfach nur irgendwo hinzugehen, riesengroße Dramen zu erzählen, hat leider noch niemandem weitergeholfen. Und deswegen möchte ich dich einladen, diese Woche bei dir hinzugucken. Ist es gerade wieder ein Moment, wo du bei den Fakten bist, wo du einfach da bist, um was es wirklich geht? Hast du gerade deinem Gegenüber eine Frage gestellt oder hast du nur dein Ja, aber ausgebreitet? Denn nur dann können wir wirklich hingehen, können zu 100% in die Verantwortung gehen für unser Leben, können sagen, hey, wo stehe ich wirklich, was brauche ich wirklich, wo brauche ich Unterstützung? Und dann gibt es bestimmt auch Menschen, die dir dabei helfen können. Oder du kannst für dich selber aus deinem eigenen Drama aussteigen. Das heißt, ich lade dich diese Woche ein, aus dem Ja-Aber ein Ja-Ich zu machen und dein Leben selber in die Hand zu nehmen und in die eigene Verantwortung zu gehen. Mach's gut, bis bald, ciao!